Zunächst sei 27-jährige Ehefrau von Antoine Griezmann in der Stadt Castelldefels unterwegs gewesen. Dort wohnen bereits Barca-Stars Lionel Messi, Luis Suarez und Philippe Coutinho. Hinterher habe sie Nachbarschaft in Pedralbes besucht, welche direkt im Zentrum von Barcelona liegt. Ousmane Dembele sowie Neymar wohnten beide in SEM-Stadtviertel. Allerdings habe keines der Objekte Chopinre bisher zugesagt. Der aktuelle Vertrag Griezmanns läuft bei Atletico Madrid noch bis 2022. Barcelona müsste auf jeden Fall festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für Dienste des Franzosen überweisen. Durch den 222 Millionen Wechsel von Neymar dürfte aber zumindest das Geld keine Rolle spielen. Video: Zidane adelt Ronaldo aus einer anderen